Fortnite-Freunde, hier sind wir mit 8 YouTubern in der Lego-Welt gefangen. Und in dieser Folge, Freunde, haben wir wirklich geisteskranke Sachen bekommen. Wir haben ein legendäres Loot-Lama gefunden, einen Loot-Drop und ich habe sogar den ersten Boss besiegt. Let's go! Leute, was geht ab? Und zwar, wir sind zurück bei Fortnite-Freunde. Wir spielen hier Fortnite-Lego mit 8 anderen YouTubern und jeder baut hier sein eigenes Dorf. Wir probieren hier die stärksten Bosse zu besiegen und wir gucken, wer der stärkste Spieler bei Fortnite Lego wird. Und wir sind natürlich mit den Renegade Raider mit dabei, Freunde. Und das ist mein Dorf, was ich mir hier gerade aufbaue. Ich muss ehrlich sagen, es sieht schon richtig nice aus. Und ich kann es nicht glauben, Freunde, das Game macht mir so Spaß, ihr glaubt gar nicht. Ich habe ja gestern die Folge hochgeladen und danach, ich hatte irgendwie so Bock weiter zu zocken. Ich habe uns extrem viele Materialien für den heutigen Tag gefarmt, dass wir halt unser Dorf sehr, sehr gut ausbauen können. Und ihr seht auch, wir haben jetzt hier mittlerweile 2 Betten belegt. Wir haben hier sehr, sehr viele Dorfbewohner und heute werden wir auf eine geisteskranke Mission gehen. Und zwar, ich werde meine Werkbank upgraden und zwar auf die nächste Stufe und dann können wir seltene Gegenstände herstellen und ich will heute noch eine richtig krasse Mission machen. Ich muss euch das unbedingt zeigen und zwar hier hinten, guck mal, da ist Rauch, Freunde, da können wir leider jetzt noch nicht hingehen, weil ihr seht, das ist hier so ein kaltes Gebiet und ich verliere die ganze Zeit Herzen und wir können da nicht hingehen, aber ich habe gesehen, guck mal, wie langsam ich auch bin, Leute, ich brauche unbedingt dieses eine Amulett. Da hinten ist so eine komische... Guck mal, warte mal, können wir da vielleicht doch hingehen? Nein, ich verliere Leben. Oh mein Gott, ich verliere Leben, Leute. Das ist das Problem, weil mir so kalt ist. Aber vielleicht schaffen wir das einmal kurz hin. Ich muss mal gucken, was hier ist, weil das sieht irgendwie übelst heftig aus. Und da hinten war noch eine komplett secret Location, wo wir heute... Hä? Hä? Warte mal, wer ist er denn? Wer ist er denn? Mit Slush reden? Wo ich herkomme, nennt man mich Eisverkäufer im Pinguin-Kostüm. Aber hier, da nenne ich mich ruhig Slush. Warte mal, was hast du für mich, Bro? Hä? Slush, okay, das ist irgendwie... Junge, was ist das für eine Kiste? Schneebären! Oh mein Gott, Schneebären? Okay, und dann haben wir hier noch Seide. Okay, Seide ist jetzt nicht so krass. Himbeeren ist jetzt auch nicht so krass. Aber warte mal, was machen diese Schneebären denn? Leute, das ist ein Schneebären-Shake. Oh. Hä? Warte, hä? Check ich jetzt gar nicht. Ah, guck mal. Wir können uns jetzt hier normal im Schneegebiet bewegen. Ey, wie nice ist das denn? Okay, das ist wirklich crazy. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Freunde. Ich wollte eigentlich kurz die Base weiterbauen. Aber wir haben jetzt irgendwie so einen Boost bekommen. Oder was ist Schneebären? Warte mal, das sind hier auch Schneebären. Sind die OP oder was? Kann gegessen werden. Okay, warte mal hier. Das sind irgendwie... Oh nein, jetzt habe ich den Boost ab... guck mal, jetzt bin ich schnell unterwegs wieder. Yo! Wir können uns jetzt einfach hier im Schneegebiet bewegen mit diesen Schneebären. Wie krass ist das denn? Und hier vorne, Alter, guckt euch mal diesen komischen, diesen Turm an. Ey, der sieht ja übelst heftig aus. Ich wollte heute auf jeden Fall auch einen Turm alles bauen. Aber mal gucken, vielleicht finden wir hier irgendeine seltene... Oh mein Gott, okay, ja, nicht so selten, Leute. Okay, hier ein bisschen Seide und so, eigentlich nur Müll relativ. Dann haben wir hier noch... vorne ist ein Skorpion, okay. Dann ist das hier... Oh Gott, das ist so ein TNT... Wow, oh Gottes Willen, Leute, das war so ein TNT-Ding. Das hätte ich hier vielleicht ins Haus werfen sollen. Holy moly, was ist denn hier oben noch? Ey, das ist ja auch voll der... Oh, hier ist noch eine Kiste. Dicke Wolle? Ey, das ist episch. Leute, dicke Wolle. Dicker Wollfaden. Nein. Ey, ich glaube, damit können wir uns heute eine richtig krasse OP-Armbrust machen, wenn wir... Was sind das hier für Tiere? Das sind Büffel. Ach nee, das sind einfach... Kühe mit Fell, glaube ich, oder? Das sind so... Ja, weil die Kühe müssen natürlich hier auch in diesem kalten Gebiet irgendwie durchhalten. Sind das wahrscheinlich irgendeine speziellen Kühe. Aber ihr seht schon, dieses Schneegebiet im Allgemeinen ist extrem overpowered. Das Problem ist, die Gegner hier sind natürlich deutlich heftiger und man braucht viel, viel bessere Ausrüstung. Deswegen werden wir heute vielleicht, wenn ich mir dieses Schneeamulett machen kann, in dieses Schneegebiet gehen und werden uns da epische Gegenstände holen. Vielleicht so eine epische Pickaxe, irgendwas Krasses will ich mir da auf jeden Fall besorgen. Aber das werden wir mal heute noch gucken. Guck mal hier, ey, diese Schneebären, Leute, die sind echt geil, meiner Meinung nach. Guck, wie schnell man die ganze Zeit hier unterwegs ist. Man ist richtig auf Turbo unterwegs. Ich will jetzt aber erstmal meine Base weiter ausbauen, weil ich will heute ein Lager bauen und dann will ich natürlich erstmal die, die Bank quasi upgraden. Und dafür werde ich jetzt das Ding hier abreißen, Freunde. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Das kommt einmal hier komplett weg. Nämlich da können wir ja eh einen neuen bauen. Ich habe nämlich hier eine Baumstammwache, die können wir bauen. Und das kommt erstmal weg hier. Zack, so.
Bam, das hier weg hier. Ich hoffe, dass... Ey, Leute, das wird jetzt hier wahrscheinlich komplett einmal zusammenbrechen. So, hier, das hier auch noch. Okay, okay, warte. Hier! Oh mein Gott. Hallo? Das hält hier weiter. Okay, warte, ich werde hier weiter kaputt machen. So, das hier noch. Was ist das denn? Ey, Junge, ich muss das ja hier... Guck mal hier. Das Ding... Warte mal, was... Ach, ah! Das ist ja hier meine... Oh, das muss ich nehmen einmal hier, Freunde. Das ist unsere Kiste, wo wir auch raufklettern können. Die soll natürlich hier bleiben. So, und der Rest wird hier auch weggemäht. Da kriegen wir noch ein bisschen extra Holz. Das ist ganz gut. Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein Gott! Das hat meinen Dorfplatz kaputt gemacht. Mann! Oh, da oben ist sogar noch die Kiste, Freunde. Müssen wir mal gucken, was drin ist. Weil die haben... Oh, aber wie viel Zeug hier gelootet. Ey, guck mal hier, was hier alles rauskommt. Zack, aber alles kaputt. Alles muss weg hier. Boah, das ist viel zu viel Holz. Wir haben gar keinen Platz mehr. Ja, deswegen, wir brauchen ein Lager, wo ich das ganze Holz lagern kann, wo ich alles fertig machen kann. Und das werde ich wahrscheinlich... Ja, das Lager, das muss auch irgendwie sicher sein. Das müssen wir halt an einen sicheren Ort placen. So, ich muss jetzt erstmal hier was reinpacken. Aber das Problem, alle meine Schränke, alle meine Kisten sind bereits schon voll. Ey, so, komm mal her hier. Dann packen wir mal. Hier ist auch alles voll. Das gibt's doch gar nicht, Junge. Wo soll ich denn die Sachen reinpacken? Aber das kann weg. Und das kann eigentlich auch weg. Das brauchen wir nicht. So, und weiter hier abbauen. Guck mal, ey, wie das auseinanderfällt und wie geil das gemacht ist. Ey, das sieht echt fresh aus. So, ich soll mal hier helfen. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, langsam nimmt das hier Form an. Ich hätte da vielleicht einmal TNT nehmen sollen und hätte das ganze Ding einfach wegsprengen sollen. Das Ding ist, mein Dorfplatz ist weg und mein Feuer, Lagerfeuer. Das müssen wir auf jeden Fall neu machen, weil der Dorfplatz, das wir auch sehen, das, wo das auf der Karte ist. Deswegen, warte mal, das placen wir mal am besten jetzt direkt hier unseren Dorfplatz wieder. Zack, dann ist nämlich das Dorf hier gut sichtbar auf der Karte. Das dauert aber auch lange hier. Warte mal, die Kiste. Oh mein Gott. Ja, wow, da ist wieder nichts drin, außer ein bisschen Seide. Das ist ja auch Bluff, Junge. Die soll mal hier ein paar krasse... Aber das ist auch eine normale Kiste, nur kann ich die hier... Junge. Ey, warte mal. Warte, ey, Leute. Oh, okay, ich wollte euch gerade einen Trick zeigen. Oh mein Gott, soll ich euch wirklich diesen krassen OP-Trick zeigen? Ich muss euch das unbedingt zeigen. Das ist nämlich gerade ein Bug. Der wird wahrscheinlich... oder ein Glitch, besser gesagt. Der wird wahrscheinlich relativ zügig behoben. Und zwar, ihr müsst eine Kiste bauen. So. Dann in diese Kiste packt ihr zum Beispiel eure kaputten Gegenstände rein. Ne? Zack, guck mal hier. Meine Pickaxe ist fast kaputt. Meine Axt ist fast kaputt. Und mein Langschwert ist auch fast kaputt. Ist noch irgendwas kaputt? Nö. Ist nichts kaputt, Leute. Zack, sehr gut. Und jetzt mache ich diese Kiste kaputt. So, Kiste ist kaputt. Und jetzt... Warte mal. Alle meine Gegenstände sind wieder full life. Guckt euch diesen krassen Trick an. Ich muss jetzt quasi nicht mehr Gegenstände herstellen, weil die halt die ganze Zeit heile sind mit diesem Trick. So, das kann ja eigentlich auch weg hier, Leute. Was? Ich kann ahnen, das ist hier irgendwie... Was ist das hier überhaupt? Das ist hier irgendwie Deko oder so. So, das kann auch weg hier. Das brauchen wir alles nicht hier. So, Kiste kann erstmal stehen bleiben, weil hier noch Zeugs drin ist, das ich gleich eh verwenden muss. Also, wir werden gleich sehr, sehr viele Baumaterialien verwenden. Und ich würde sagen, wir müssten vielleicht... Ey, ich will... Warte mal, wir bauen ja... Sollen wir direkt übertreiben? Sollen wir wirklich was Krasses bauen für unser Dorf? Guck mal, Bro, ich habe überlegt, Palisadentor. Aber kann man auch normale Palisaden bauen? Ohne Tor? Weil ich würde gerne hier oben... Ey, nee, warte mal, ich überlege gerade. Wir bauen erstmal hier ein kleines Lager hin. Ja, das ist eine gute Idee, Leute. Wir bauen erstmal ein kleines Lager hin. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Und ich überlege, ob wir direkt auch hier diese Blockhütten bauen, weil die sehen auch mit am krassesten aus. Ich denke mal, ja, das ist zu klein für ein Lager. Ich würde schon das Ding hier bauen. Ne, das sieht schon sehr, sehr heftig meiner Meinung nach aus. Warte mal, wir bauen... Boah, ich hätte einen guten Plan eigentlich. Wir bauen unser Lager hier so. Ja, wir bauen das erstmal fertig. So, zack. Ey, das ist auch hier... Aber das ist eigentlich nicht so teuer, weil wir eh so viele Materialien haben. Also ich denke mal, das sollten wir locker hier fertig bauen. Zack, hier die großen Dinger rein, kleine Dinger rein. Und das sieht auch echt schön aus. So, hier vorne kommt das Tor rein. Boom, hier die Wand einmal. Die Stützen müssen vorne hin. Ey, ich werde auch wahrscheinlich heute, mal gucken, vielleicht machen wir das heute schon, mein erstes eigenes Haus bauen ohne Vorlage.
Ey, das wird richtig knallen, Leute. Mein erstes Haus ohne Vorlage. Ach du grüne Leute, ich glaube, das wird richtige Katastrophe. Und wenn man, ich glaube, die Gegenstände hier auch nicht richtig baut, dann krachen sogar die Sachen zusammen. Ne? Man muss natürlich auch so ein bisschen die Statik begutachten. So, einmal hier die Wand hin, einmal da die Wand hin. Boah, guck mal, ey, wie viel Materialien wir hierfür brauchen. Junge, das dürfte man gar nicht unterschätzen. Aber das wird halt unser großes Kistenlager sozusagen. Hier werde ich wirklich nur die krassen Kisten. Es gibt ja so majestätische Kisten mit richtig viel Platz. Und ich denke mal, das werden wir hier bauen. So, einmal das Vordach. Perfekt. Und hier hinten. Kann ich das von hier unten bauen? Ansonsten, ich habe nämlich gesehen. Warte mal, wir können auch. Ich glaube, das wäre ganz gut. Und zwar, wo waren das, Freunde? Das war hier. Und da kann man nämlich ganz einfache Treppen bauen. Ich muss nur mal gucken, wo das war. Das war voll easy gewesen. Also wirklich hier Treppen. Die hier. Das sind die besten Treppen, Freunde. So, die bauen wir jetzt mal hier kurz hier neben. Zack, guck mal hier. Und jetzt kann ich hier oben ganz entspannt weiterbauen. Nämlich das hatte ich auch Probleme immer gehabt, so die Dächer fertig zu bauen. Abgeschlossen. Okay, Stufe 5. Stufe 5 von 16 abgeschlossen. Oh mein Gott, okay. Okay. Junge, wie groß ist denn das Ding? Oh, ey. Das Ding ist... Können wir das hier? Können wir das? Das können wir von hier unten bauen eigentlich. Ja. So. Okay, perfekt. Ach, du bist eine neue. Auf der anderen Seite geht es jetzt weiter. Gut, wir müssen uns wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größere Sachen bauen. Weil wir müssen ja da wirklich einmal komplett auf dem Dach oben rauf. Ey, jetzt wird es aber auch dunkel. Aber wie geil das Haus bitte jetzt schon aussieht. Ey, wie krank sieht das aus? Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Aber das wirkt überheftig. Hier drüben. Mit dem Dach und so, das sieht so schön aus. Geil. So. Okay, warte mal, das können wir doch da ranbauen. Zack. Und da geht's weiter. Können wir das von unten noch mal? Ja, wir können es sogar von unten machen. Easy peasy. Und warte mal, auf der anderen Seite. Zack, geht's weiter. Und dann sind wir jetzt eigentlich, würde ich sagen, direkt durch, ne? Die Seite noch. Zack. So, einmal das Dach ran. Und dann haben wir jetzt Stufe, was haben wir jetzt? Stufe 12 von 15. Easy. Okay, wir sind durch. Wir sind durch. Wir müssen jetzt nur noch das hier fertig bauen. Hey! Aua! Aua! Ah! 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 Hey, was sollt ihr denn? Junge, was kommt hier in mein Dorf? Hey, was ist hier denn? Leute, das ist... Hä? Das ist hier mitten in meinem Haus gespawnt. Tür öffnen. So, komm mal raus hier. Hey, das kann doch nicht sein. Wir haben hier unseren Aura-Skin eingesperrt. Ich denke mal so, jetzt ist hier... Guck mal, die anderen Dorfbewohner sind auch direkt gekommen, weil die gemerkt haben, Situation eskaliert. Und unser... Stufe 13? Hä? Oh, da oben muss ja noch was ran. Kann ich das so? Ja, einmal da. Und einmal da. Stufe 14 von 15. Und ich glaube, einmal in der Mitte noch. Und einmal... Oh! Leute! Wie krank sieht unsere Blockhütte bitte aus? Das kommt weg hier. Brauchen wir nicht hier. Das kommt auch weg hier. Ey, das sieht ja richtig nice aus. Theoretisch, ich habe überlegt, wir könnten auch... Ich muss mal gucken, wie viel Platz hier ist. Aber, ey, hier spawnen einfach Bäume drin. Ich denke mal, weil wir die Hütte noch nicht fertig gebaut haben, sind die Bäume drin gespawnt. Ey, das ist hier wirklich... Aber das ist ein großes Lager, muss ich sagen. Also, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Ding hier so groß ist. Und hier können wir jetzt Möbel. Und zwar diese große Lager. Ah, da brauchen wir Marmor. Boah, 16 Gegenstände. Leute, hier passen nur 10 Gegenstände rein. Aber das ist halt extrem teuer, diese mittelgroße Truhe, ne? Marmortafeln und Knorrwurzeln. Das Ding ist aber, wir haben beides mehr als genug im Lager. Und ich würde sogar einmal... Ja, ich würde sogar einmal... Hier, guck mal, wir haben Marmor. Daraus können wir uns ja Marmortafeln machen. Ey, müssen wir eigentlich machen, ich sag ehrlich. Und Knorrwurzeln müsste ich auch einmal haben. Aber die Frage ist halt... Ob erstmal, ich glaube, ich sag euch Re-Rap, ich glaube, die kleinen Kisten würden erstmal reichen. Weil die kleinen Kisten, die haben da so viel Platz, das können wir auch besser aufsortieren, denn ich werde die Planken nehmen.
Nee, wir werden erstmal kleine Kisten platzieren. Ich will nämlich die anderen Sachen erstmal für ein paar andere Sachen aufheben. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal sein. Das können wir hier wieder abbauen. Zack. Und ja, 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 safe. Ich nehme erstmal die kleinen Kisten. Das macht mehr Sinn. Wir können es später immer noch ändern. Aber aktuell weiß ich nicht, ob das so Sinn macht, hier die großen Kisten zu platzieren. So können wir das auch alles meiner Meinung nach sehr, sehr gut quasi aufteilen. In der einen Kiste kommt Holz rein. In der anderen Kiste kommt das rein. Passen hier drei nebeneinander? Ja, natürlich passen hier nicht drei nebeneinander. Ja, ist egal. Placen das erstmal so hier. Ja, das hier sind drei Kisten. So. Dann machen wir hier noch drei Kisten hin. Und dann haben wir jetzt erstmal eine Holzkiste, eine Steinkiste, eine Dingskiste. Guckt euch das an. Jetzt haben wir hier eine Holzkiste. Boom. Aber wir brauchen noch ein paar Planken, weil ich will da noch eigentlich ein paar Kisten reinplacen. Dafür gehen wir jetzt hier ran, Leute. Und machen noch ein paar Planken. Zack, das läuft jetzt durch. Und jetzt kann ich auch anfangen, hier alles zu sortieren. Hier würde ich sogar einfach Holz drinnen lassen. Oh, 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 oh. Hier würde ich, in der Kiste würde ich Steine drinnen lassen. Das Marmor ist zum Beispiel ein bisschen seltener. Das würde ich jetzt ins Lager reinpacken. So, das zum Beispiel Granit kann hier rein. Granit, das brauchen wir irgendwie. Ja, die Knochen kommen gleich auch rein. Und das Holz werde ich da zusätzlich auch noch eine Holzkiste drin machen. Und dann haben wir hier, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Lagersystem erstmal. Guck mal, hier kommt das teure Marmor rein. Boom, da haben wir auch schon richtig viel von. Da können wir auch, ja, hier kommt Marmor rein. Dann würde ich sagen, kommt hier mit Holz rein. Zack. Und hier kommt dann noch normaler Stein rein, wenn wir das haben. Und hier vorne können wir ja so ein bisschen die seltenen Gegenstände machen. Obwohl, ich weiß halt noch nicht, ob das ultra selten ist. Einfach die dicke Wolle kann da rein. Dann machen wir eine extra Kiste für Knochen. Weil Knochen, finde ich, hat man übelst viel. Und dann haben wir das alles so ein bisschen besser sortiert. Weil das, guck mal, das steht hier, die Kiste steht auch einfach im Weg rum. Das muss natürlich hier alles erstmal weg. So, dann können wir die Kiste nämlich hier auch abbauen. Zack, weg damit mit der Kiste. Und alles rein ins Lager, ey. Ja, ey. Guck mal, und das meine ich halt. Freunde, wir haben so viel Zeugs mittlerweile. Guck mal, hier wieder eine Kiste voll mit Holz. Let's go. Dann haben wir hier wieder eine Kiste mit, nee, das ist hier nicht Stinks. Eine Kiste wieder mit, hier eine Kiste machen wir hier voll mit Granit, mit Stein. Dann können wir nämlich gleich auch schön Steinsachen bauen. Und die selteneren Sachen hier, so wie Seide und so, machen wir hier vorne rein. Seidenfaden, Granittafel ist auch selten, diese Panzer hier, Wolle, Knochen kommen hier rein, perfekt. So, ich werde jetzt erstmal die ganzen Kisten einsortieren und dann haben wir hier erstmal ein bisschen Ordnung. So, Leute, ich bin echt zufrieden. Wir haben jetzt hier unser komplettes Lager voll. Ich zeige euch das auch mal, wie viel Sachen wir überhaupt haben. Also, okay, die ist jetzt nicht voll, die Kiste, aber hier ist nochmal Holz. Hier haben wir ganz viele Knochen, Samen, hier nochmal Wolfsklauen, Seide richtig viel, dicke Wolle, normale Wolle. Dann haben wir hier auch, guck mal, hier das ganze teure Zeug, Leute, diese Knorrwurzelstäbe, alles drum und dran, Holz. Und natürlich hier nochmal ganz viel Marmor. Ich habe gerade noch ein paar Dings gemacht, ein paar Pfeile für unsere Armbrust, dass wir gut ausgerüstet sind. Aber das ist wirklich crazy. Also wir haben so viele Sachen, das ist nicht mehr normal. Also holztechnisch, also wir können da komplett durchdrehen. Und deswegen würde ich mal sagen, würde ich eigentlich da oben weiterbauen. So, guck mal hier. Hier oben würde ich jetzt nämlich anfangen, so ein riesen Haus zu bauen, Leute. Das war halt so mein Ding gewesen. Boah, das wird so geil aussehen. Hier werde ich nämlich so eine richtig krasse Base bauen. Und dann haben wir hier so mit so... Oh, warte mal, ich hab einen richtig guten Plan. So, wir gucken mal kurz rein. Mein Plan ist nämlich, wir bauen... Boah, guck mal hier, wir könnten... Kann man die hier bauen? Nein. Ah, nicht genügend Ressourcen. Okay, Baumstämme. Ja gut, die können wir uns gleich holen. Aber boah, wir könnten hier so zwei Aussichtstürme bauen. Dann könnten wir die irgendwie in der Mitte verbinden. Boah, das wäre echt nice. Und dann hätten wir hier, baue ich dann noch so einen riesen Zaun davor, dass wir hier so eine Verteidigungsposition haben, wo wir uns immer zurückziehen können. Das wäre halt echt krass, meiner Meinung nach. Und da oben können wir halt auch nochmal so einen dicken Turm bauen. Gut, dann werde ich erstmal Materialien holen, dann werden wir mal gucken, was wir da machen können. Der einzige Nachteil, Leute, das ist so ein bisschen von unser Dorf weg, weil wegen dem Dorfplatz hier, ja, guck mal hier, ihr seht hier, das ist ja hier dieser... Weiße Bereich ist ja quasi, glaube ich, so dieser Dorfbereich vom Dorfplatz. Und ja, das wäre jetzt ein bisschen außerhalb. Boah, ich weiß nicht, ob das so... Vielleicht sollten wir erstmal doch hier bauen. Ich glaube, es macht erstmal mehr Sinn, wenn wir hier bauen. Ich sag's ehrlich.
Und deswegen bauen wir uns jetzt hier nochmal... Sollen wir uns hier so ein Riesenhaus bauen? Boah, guckt euch mal das Haus an, Leute. Ey, das Haus wäre echt krass hier, ne? Wenn wir das hier so bauen, aber... Mal gucken hier. Das wäre halt so das Haupthaus dann. Boah, ich würde das aber gerne oben hinbauen. Ey, das ist jetzt echt so ein bisschen der Struggle. Aber ist egal. Ich verlege den Dorfplatz, glaube ich, nach oben. Ich sag euch, Real Rap, das würde viel cooler kommen. Deswegen, wir verlegen den Dorfplatz zur Not nach oben. Oder ich baue noch einen zweiten, wenn es geht. Aber ich werde jetzt erstmal hier unsere Türme bauen. Erstmal hier unsere Verteidigungstürme. Benötigt ein stützendes Bauteil. So, guck mal, hier hätten wir... Boah, das, guck mal, das wäre echt geil, Freunde. Guck mal, hier können wir... Oh mein Gott. Guck mal hier, wie geil wir den Turm placen können. Ein hier. Ja, ja, mein Plan wäre einer hier. Weil, guck mal, die können ja auch von unten gar nicht hochkommen. Oder, warte mal, wir machen den ein bisschen... Das hier ein bisschen weiter drinne. Aber die können ja eh nicht von unten hochkommen, ne? Also das wäre eigentlich schon geil. Aber hier können wir... Ja doch, hier können wir auch einbläsen. Oder ich mache erstmal den Zaun, Leute. Das Ding ist hier dieses Tor hier. Aber die Frage, die ich mir nur stelle, warum man nur so ein Tor machen kann und keine irgendwie... Ja, man könnte halt auch so ein Bungalow bauen, ne? Oh, ey, das gibt so krasse Sachen. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Leute, das ist diese... Nein, nein. Warte, warte, warte. Das ist diese Fee. Bro, ich muss hinterher, ich muss hinterher. Schnell hinterher. Auraskill, wir müssen hinterher. Das ist die seltene Fee, Freunde. Die zeigt uns irgendwelche seltenen Gegenstände. Das kann zum Beispiel ein Lama sein. Irgendwas richtig Krankes. Warte, warte, warte. Oh Gott, ich muss hin machen. Oh Gott, hier ist Wolf und so. Alles gut, kein Problem, Wolf. Was zeigt die uns? Wo soll es hingehen? Hier ist eine Höhle. In die Höhle können wir auch nochmal reingehen. Ich komme, Fee. Ich komme, Fee. Zeig mir den Goldschatz. Ich bin gespannt, was sie hat für mich. Bitte zeig was Krasses. Bitte. Oh! Okay. Okay. Freunde, die Fee hat uns den Weg zu einer OP-Kiste gezeigt. Was willst du denn hier, Junge? Oh Gott. Dein Ernst oder was? Boom, boom, boom. Weg mit dir. Haust du ab, ne? Haust du ab. Kennst du nix? Hier, weg mit dir. Junge, soll mich in Ruhe lassen hier. So, Freunde, seid ihr gespannt, was wird in der Kiste drin sein? Nix. Ja, super. Bro, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Was ist das denn für ein Müll? Ey, das war doch jetzt nicht der Ernst oder was? Dafür bin ich jetzt extra hier hingelaufen. Die Fee kann teilweise auch Location zu Lamas und so zeigen. Ey, guck mal bitte, wie geil das aussieht. Leute, ich sag euch ehrlich... Guck mal, wenn wir diesen Berg da eingenommen haben, den kann man nicht einnehmen. Das ist zu... Das ist vorbei. Wenn wir... Ey, das wird so krank. Das wird wirklich so heftig werden. Oder ich hätte noch ein... Guck mal, man kann den Berg gar nicht einnehmen, wenn ich den fertig gebaut habe. Oh, let's go. Ah, Leute, hier kann man normalen Festungswall bauen. Okay, das ist nice. Das ist nice. Und diesen normalen Festungswall, den würde ich jetzt eigentlich erstmal hier quasi hinbauen. Dass wir das hier unser quasi so unser Gebiet ist, dass wir auch abgesaved sind. Boah, das wird so nice aussehen. Das wird so nice aussehen, Leute. Okay, ich muss noch einmal geradeaus. Und dahinter bauen wir dann quasi unsere Festung. Können wir das so bauen? So können wir es bauen. Guck mal, wie das aussieht. Ah, nee, das gefällt mir nicht, Leute. Da ist irgendwie noch eine Lücke dabei. Ich weiß nicht, ob man die Lücke auch schließen kann. Deswegen das mal hier kurz wegmachen. So, weg hier, weg hier, weg hier. Weil die werden natürlich uns auch irgendwann angreifen. Und werden uns wahrscheinlich auch irgendwann sprengen wollen. Baumstammwand. Ja, okay, die finde ich jetzt nicht so nice. So, guck mal hier. Ah, nee, ich glaube, wir müssen hier so eine kleine Lücke lassen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich. So, nächste kommt hier hin. Also das ist zu, da kommt eh keiner durch. Ja, so sieht das schon mal ganz gut, glaube ich, aus. Hier vorne geht's weiter. Hier müssen wir so ein bisschen versetzt arbeiten. Ich glaube, das wäre eigentlich kein Problem. Ah, das gefällt mir irgendwie nicht, Leute. Das gefällt mir irgendwie nicht. Da kann man... Das sieht irgendwie... Ich muss das irgendwie anders bauen, Leute. Ich muss mal gucken, wie das von außen leicht aussieht, aber...
Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorziehen. Ey, Leute, ich habe die krasseste Idee überhaupt. Ich reiß das jetzt hier alles ab. Ihr werdet gleich auch sehen, warum. Ich reiß das jetzt hier alles ab. Es hat jetzt eh nicht so viel Holz gekostet, aber ich habe eine sehr, sehr krasse Idee. So, weg damit alles hier. Und zwar, wieso nehmen wir hier vorne nicht einfach so ein Fundament? Guck mal, hier so ein Boden, Leute. Und bauen hier einfach so einen Boden. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre doch viel cleverer und viel heftiger. Ich guck mal, ob wir hier noch ein bisschen was anderes haben, aber wir bauen das so auf diesen Holzfundament. Aber ich weiß nicht, ob dieses Holzfundament das optimalste ist. Guck mal hier, so einen anderen Boden. Boah, ich glaube, der Boden wäre sogar heftiger. Guck mal hier. Ja, ich will, dass das so ein bisschen rüberragt, aber der ist zu klein, glaube ich. Deswegen nehme ich mal doch den anderen. Oh, Alter, Leute! Yo! Wartet mal. Guckt euch mal den Boden an. Ich habe so einen kranken Plan. Okay, das wird heftig. Das wird wirklich heftig. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Sehr gut. Ich würde hier gerne noch weiterbauen, aber kann man das vielleicht mit einer Stütze machen? Wenn wir hier noch eine Stütze runterbauen? Das wäre natürlich Jackpot, wenn das geht. Deswegen werden wir das hier erstmal abbauen. Boah, Leute, ich habe eine geile... Guckt euch das an, wie das aussieht. Ich habe eine richtig geile Idee gefunden. Und zwar, wir können hier einfach mehrere Platten übereinander machen. Und dann können wir nämlich auch weiterbauen. Und können hier quasi auch über den Abgrund bauen und haben dann hier wirklich... Ey, das wird so heftig werden. Ich check gar nicht, was hier abgehen wird. Freunde, das wird wirklich Game Changer. Das wird die sicherste Base hier überhaupt in Fortnite Lego werden, glaube ich. So, und jetzt können wir nämlich... Guck mal hier, warte mal, können wir so rüberbauen? Ich glaube, wir können hier von hier rüberbauen. Warte mal. Weil hier, man kann hier so... Wenn man nicht alles direkt rüber nimmt... Okay, warte mal, das wird schwieriger. Ich werde das mal fertig machen, Leute, und dann gucken wir mal. Leute, ich hatte jetzt gerade wirklich die krasseste Idee. Und zwar, oh mein Gott, noch eine Fee. Boah, ich würde gerne die Fee hinterhergehen, aber der Loot dahinter ist eigentlich schon mal meist Müll. Aber, hä, die sind hier fest. Guck mal hier. Ich habe die eingesperrt. Ey, sollen wir mal... Oh, eigentlich müsste mal kurz der Fee hinterher. Guck mal, wie krass das aber aussieht mittlerweile. Leute, ich habe so eine heftige Idee, was wir da bauen. Das wird wirklich... Ey, das sieht jetzt schon so heftig aus. Ey, bitte, liebe Fee. Liebe, gute Fee, bitte zeig mir jetzt ein bisschen was Besseres. Aber die geht doch schon wieder in die gleiche Richtung. Warte mal, die können wir hier nebenbei kurz einmal besiegen. Boom, einmal weg. Oh mein Gott! Oh! Boss. Boss. Leute, hier ist ein Boss. Okay. Leute, wenn wir den Boss besiegen, vorbei. Problem ist nur... Ich bin alleine. Es ist gerade niemand on. Wie soll ich den Boss... Okay, ich werde es tryen. Wir gehen erstmal die Fee hinterher. Mal gucken, was sie für uns hat. Und dann werde ich mich ausrüsten und, glaube ich, den Boss holen. Weil dieser Boss droppt nämlich einen sehr, sehr seltenen Gegenstand, den wir auf jeden Fall... Oh mein Gott! Herr Lava! Herr Lava! Nein! Bro! Bro! Schneebeeren-Shake? Früchtekuchen? Oh mein Gott. Chili-Samen! Yo! Leute, Chili-Samen sind so OP. Chili-Brot! Ey, das ist ja nicht mehr normal. Was ist das denn hier? Ey, soll ich den Boss tryen? Ich try den Boss. Ist egal. Ich werde den Boss jetzt gleich tryen. Ey, wenn wir das kriegen, wir haben jetzt so OP-Loot. Ich brauche noch viel... Obwohl, wir haben 97 Pfeile. Ey, das Ding ist halt echt nicht ohne dieser Boss, ne? Ich werde diesen Kuchen essen. Dann kriegen wir nochmal extra Dings. Ey, das ist ein Zeichen gewesen wegen dem Lama, Leute. Das war ein Zeichen. Okay, so. Jetzt hier Brot. Gibt 10 Hunger hier Brot einmal. Ich glaube, das ist OP. Bro, ist egal. Ich starte jetzt. Leute, wir müssen den besiegen. Wir müssen den Boss besiegen. Schnell zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wow! Rauf da! Rauf da! Let's go! Let's go, Leute! Yo! Ich muss sie besiegen! Rauf, Aura! Oh Gott, nein, ich wollte die Fackel nicht werfen. Ey, mit dem Aura-Skin ist OP. Der spawnt immer wieder und geht rauf. Ey, das ist safe noch ein Bug. Weil sonst der Boss, wir haben ihn zu viert kaum besiegt. Yo! Wir haben ihn gleich. Wow. Ey, der droppt dieses eine seltene Gegenstand.
nicht, wie braucht der Junge? Wie viel braucht der? Schön auf Distanz bleiben. Der geht ja voll easy. Junge, wir machen den voll easy. Man muss einfach nur auf Distanz bleiben. Oh mein Gott. Schnell, rot. Oh mein Gott. Bitte nicht full life wieder. Oh mein Gott, Leute. Er hat das gedroppt. Ungetüm-Schuppe. Das Ding ist richtig selten. Boah, da können wir uns das... Leute, damit können wir uns später was richtig Heftiges bauen. Ey, wir haben einfach den Boss besiegt. Jo, und wir haben Lama gefunden. Ich kann es nicht glauben. Junge, ihr checkt gar nicht, was jetzt passiert, Freunde. Unsere Base wird jetzt OP. Wir können jetzt Chili-Samen anbauen. Und diese Chili-Samen, damit können wir uns diese krassen OP-Burger machen. Ich glaub's nicht. Ey, was haben wir gerade bekommen? Das gibt Jackpot. Heute geilste Folge. Ich sag ehrlich, geilste Folge. Wir haben wirklich das Heftigste überhaupt hinbekommen. So, wir müssen jetzt erstmal, guck mal, das. Boah, wie geil meine Base aussieht. Ey, wartet ab, was ich da jetzt noch oben hinbaue. Aber wir müssen unbedingt diese Chili-Samen anbauen. Das ist Priorität Nummer 1. Nämlich dadurch können wir in das Schneegebiet gehen, weil diese Chili-Samen machen uns warm. Also das ist wirklich nochmal andere Liga. Und ey, ich bin so zufrieden mit der Base. Leute, die Base sieht so heftig aus, da wird uns niemand angreifen können. Ey, und ich muss euch gleich noch zeigen, was ich gerade für eine Idee hatte. Und zwar, wir können... Ich zeig's euch das gleich. Also es ist wirklich meiner Meinung nach das Nonplusultra. Und zwar guckt euch das mal an. Wir haben hier werde ich gleich Aussichtsturm hinbauen. Und jetzt baue ich hier überall Treppen hin. Und wenn uns jemand angreift, bumm, wir können ihn einfach abschießen. Wir können ihn einfach abschießen, bumm. Hier, zack, zack, zack. Sind hier hinter sogar noch geschützt. Besser geht's nicht. Also die Base ist gerade hier auf Nonplusultra-Basis unterwegs. Aber wir haben jetzt keine Zeit. Ich muss mein Beet weiter ausbauen. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Dünger. Ey, überleg mal, die ganze Armbrust fast kaputt. Ey, das wäre es ja gewesen. Armbrust kaputt. Rein hier. Wo ist der Dünger? Ich habe den Dünger hier irgendwo in die Kiste gelegt. Warte mal, wo waren der? Ey, Chili-Samen. Ich check's nicht. Ich glaube, den Dünger habe ich da drüben hingelegt. In die andere Kiste. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Dünger. Dann brauchen wir leider noch ein bisschen Erde. Nee, geh mal weg hier. Nee, hier war der auch nicht drin. Hier ist der Dünger. So, jetzt müssen wir uns kurz einmal noch eine Schaufel machen. Dafür brauchen wir Holzstäbe und eine Planke brauchen wir. Okay, Planken haben wir hier auch noch drin. Sehr gut, das ist gar kein Problem. Und dann können wir uns noch eine Schaufel machen und können damit gleich hier Erde uns holen und können unser Beet weiter ausbauen. Nämlich die Dinger hier, die wachsen jetzt ja immer hier. Das sind unsere Schubsaftbeeren. Vielleicht wäre... Oder wartet mal. Eigentlich brauche ich ja diese Schubsaftbeeren. Kann ich das auch abbauen wieder? Das Beet, Freunde, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist gut, erstmal hier abzubauen. Oh, wir können das sogar abbauen. Sehr gut. Und da packen wir jetzt hier die Chili-Samen rein. Zack, ein Chili-Samen. Weil das brauchen wir alles nicht, Leute. Sag ich euch Real Rap. Hier die Beeren und so. Das ist cool. Aber Chili-Samen sind deutlich besser. Deswegen lohnt sich das nicht. Soll ich jetzt mal aufsammeln hier? Oder ich brauche es eigentlich aufsammeln. So, Chili-Samen rein. Boom. Ey, wir werden hier gleich so eine... Wir werden nur Chili-Burger haben. Und mit den Chili-Burgern sind wir automatisch direkt der Stärkste. Weil ich zeige euch hier gleich mal, wie overpowered die sind. So, einmal diese Chili-Samen haben wir angebaut. Dann geht's hier zurück. Das müssen wir einmal nehmen. Und jetzt werden wir noch einmal schnell hier eine Schaufel bauen. Zack. Ja, vorbei. Guck mal hier. Ich zeige euch das mal. Wo gibt's denn diese Chili-Samen? Hier, Freunde. Diese Chili-Burger. Gibt's hier beim Grill. Guckt mal hier, pikanter Burger. Junge, der gibt plus 10 Essen, kann gegessen werden, heilt, verringert den Hunger und erhöht die vorübergehenden Kältewiderstand. Leute, damit können wir da hinten in das Eisgebiet gehen mit diesen Burger. Deswegen sind die so wichtig. Okay, wir bleiben mal ganz ruhig. Wir haben hier unsere Dings, jetzt müssen wir mal kurz hier ein bisschen Erde machen. Kurz Erde farmen, dauert ein bisschen, aber kein Problem. Wir können nämlich, glaube ich, nochmal 4 Beete bauen. Das wird so crazy. So, ich sammle jetzt erstmal kurz Erde hier. So, ich glaube, 10 Erde sollte mehr als genug sein. Das reicht. So, warte mal, das Schneebeeren-Shake, das packe ich mir erstmal hier hin, Freunde. Die sind so, Mehl, wo habe ich denn das Mehl her? Wie kann man denn Mehl machen? Weizen! Nein! Wir müssen wirklich Weizen anbauen. Okay, Leute, das war ein bisschen lost gewesen, dass wir hier das Weizen abgerissen haben. Weil aus Weizen
kann man sich natürlich bekanntlich auch Mehl machen. Okay, das Weizen müssen wir eigentlich echt mitnehmen. Dann muss ich doch nochmal Weizen anbauen. Ist aber egal, wir gucken jetzt mal rein. Böden oder Fundamente, Freunde. Wo waren das nochmal gewesen? Hier oben Beete. Dann werde ich jetzt hier direkt nochmal zack, 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 zack. Ich baue jetzt hier direkt... Ah, okay, mehr haben wir nicht. Seht ihr, Leute, das war's schon wieder. Aber dieses offene Stück werde ich auch erstmal hier Chili-Samen reinmachen. Chili-Samen reinmachen. Boah, wir werden gleich hier so eine Chili-Farm haben. Guckt euch das an. Das wird gleich... Wir können gleich so ins Eisgebiet gehen. Chili-Samen ist drinne. Und hier auch nochmal. Perfekt. Haben wir gesetzt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie wir das Mehl machen. Aber ich würde halt sagen... Dicker Wollfaden? Jo. Okay, ich kann jetzt Wollfaden machen. Dicker Wollfaden. Hier haben wir einmal das Fleisch. Okay, wir brauchen Mehl, Freunde. Wie machen wir Mehl? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hier irgendwie im Zerkleinerer. Gibt es irgendwie noch einen Gegenstand, was wir bauen können? Mahlwerk. Nein, wir brauchen das Mahlwerk für Mehl. Granittafel, Panzer. Haben wir alles? Okay, haben wir alles. Das ist... stark. Aber wir müssten hier vielleicht noch ein zweites Arbeiterhaus dran bauen. Ja, ich denke mal, das müssen wir machen, Freunde. Hier bauen wir mal ein zweites Arbeiterhaus hin. Dann haben wir nämlich alles direkt nebeneinander. Nur das Problem ist, das hier muss weg. Ich glaube, das liegt im Weg hier ein bisschen. Ich muss mir meine Pickaxe gleich wieder bauen. Ey, das geht nicht kaputt, Bro. Das geht nicht kaputt. Was ist das? So, haben wir weggemacht. Und jetzt hoffe ich, bitte, 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 können wir es hier nebenbauen? Ah, okay, wir müssen ein bisschen Abstand leider nehmen, weil hier, ihr seht, das ist das andere Haus. In der Nähe, wir müssen es aber genau... Ja, hier, so müsste es sein. So, noch ein bisschen näher. So ist perfekt. Okay, dann werden wir das zweite Arbeiterhaus schnell bauen. Das geht ja relativ zügig. Boom, boom, boom. Leute, ich bin ja schon mittlerweile Bauprofi hier geworden. Zack, zack. So, zweites Arbeiterhaus ist fertig. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Platz. Nämlich, ihr seht ja auch, wir haben einige neue Geräte, wie zum Beispiel die Saftpresse und das Mahlwerk, was wir herstellen können. Und wir brauchen jetzt für das Mahlwerk Panzer, Knorrwurzelstab und Granittafel. Okay, es sollte eigentlich kein Problem sein. Granittafel könnten wir uns zu Not machen und die seltenen Gegenstände. Panzer haben wir sogar 5 Stück, sehr gut. Dann brauchen wir diesen Knorrwurzelstab und Granittafel. Und diese Granittafeln können wir uns ja hier an diesen Zerkleinerer machen. So, hier Granittafeln, Leute. Machen wir mal welche fertig. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir jetzt hierfür? 20 Stück, okay, 20 Stück. Zack, jetzt dauert es ein bisschen, bis der hier durchdings. Den Rest haben wir schon. Okay, jetzt müssen wir nur warten, bis die Granittafeln fertig sind. Ey, Leute, ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, ich habe hier gerade unsere Chili abgefarmt. Und das Ding ist, man kann quasi die Samen nicht mehr verwenden. Also man kann nur einmal einen Chili anpflanzen, kann die dann ernten. Und dann war es das gewesen. Ich dachte, man kann die ganze Zeit ernten. Also wir brauchen die ganze Zeit Chili-Samen, ey. Ich weiß aber nicht, ob wir die vielleicht in diesem Mahlwerk zerkleinern können. Aber das werden wir gleich herausfinden. Und zwar, ich werde jetzt hier meine Granittafel nehmen. Dann können wir nämlich hier das Mahlwerk bauen. Ich würde sagen, das Mahlwerk bauen wir hier hin. Dann können wir nämlich schnell drauf zugreifen. Und das meine ich, Leute. Guck mal, wir machen aus einer Chili... Machen wir 2 Chili-Samen und dann können... Ja, das war... Leute, das war perfekt. Das war perfekt. Jetzt werde ich erstmal hier nochmal 12 brauchen wir. Jetzt werde ich erstmal nochmal 12 Chili-Samen draus machen. Das ist perfekt, weil wir können jetzt mit diesem Mahlwerk unsere Chili zermahlen. Daraus kommen wieder die Samen und die können wir natürlich wieder neu anpflanzen. Das gleiche geht auch hier mit Weizenkörnern. Und wir können jetzt sogar aus Weizenkörnern Mehl herstellen. Ey, das ist so krass. Okay. Das ist wirklich, das ist vorbei. Leute, das ist, ihr checkt gar nicht, wie Game Changer das ist. Wir können jetzt hier Weizen anbauen. So, ich muss mal gucken gerade. Wir haben nämlich noch ein bisschen Weizen gerade irgendwo im... Ey, das ist hier mit den Bäumen ist irgendwie ein bisschen buggy, Leute. Ich denke mal, das wird noch behoben, dass hier die Bäume in Häuser spawnen. Also, das ist irgendwie ein bisschen straight. Ich weiß auch nicht. Also, das nervt ja hier übelst. Wir haben ja... Ja, oder wir haben das Haus einfach an die falsche Adresse hier gebaut. Naja, ist auch kein Ding. So, warte mal. Wir müssen mal kurz reingucken. Und zwar, hier haben wir noch Weizenkörner. Ey! Geht mal weg hier. Hallo. Ey. Die da habe ich eingesperrt. Hallo. Leute, ich komme nicht mehr raus. Oh, geht doch. Junge, Junge, Junge. Ich will nämlich gleich mal hier... Guck mal hier. Wenn wir erstmal Weizen anbauen auch. Ey, ich brauche unbedingt mehr Landfläche hier.
Aber wir brauchen halt unnormal viel Dünger für von Tieren. Halt. Ich müsste halt mal eine Tierfarm machen. Das wäre wahrscheinlich auch mal ganz sinnvoll. So, und hier kommen jetzt die Chili-Samen gleich rein. Zack, nehmen wir mal alle. Was reicht erstmal? Wir brauchen nicht alle. Okay, wir brauchen jetzt hier nicht alle verbraten. So, und 16 Chili-Samen. Ja, vorbei. Vorbei, guckt euch das an. Ja, ich brauche unbedingt... Guck mal, das Ding ist, wir müssen uns Tiere besorgen. Hilft alles nichts. Wir brauchen Tiere. Weil wenn wir hier keine Tiere haben, dann kriegen wir auch keinen Dünger. Und ohne Dünger kriegen wir keine Felder. Das ist so ein Teufelskreislauf. Aber ich wollte jetzt unbedingt mal diesen Chili-Burger probieren. Nämlich den können wir jetzt machen. Ey, das ist so crazy. Ich bin gespannt, wie gut der ist. So, einmal hier full, einmal hier full. Und jetzt können wir den krassen Chili-Burger machen. Yo. Der ist halt heftiger als gegrilltes Fleisch und so, ne? Dieser Burger ist halt das Beste, was wir aktuell herstellen können in unserer Base hier. Ich nehme ihn direkt. Boah, Leute, ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht der köstlich schmöchtlich aus. Oh, guck mal, Beef Burger, ich esse dich. Beef Burger zum Frühstück. Ey, okay, ich bin Wow! Bro, wie viele Herzen wir haben, ey, das gibt's doch gar nicht. Und das Ding ist, ich kann das hier upgraden. Ich kann mein Dorf aufwerten. Knorrwurzeln und Granittafel. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir noch ein paar Knorrwurzeln haben. Weil ich habe so viel hergestellt und wir haben so viele Beefburger gerade. Also hungertechnisch, denke ich mal, werden wir jetzt gar keine Probleme mehr haben. Das wird komplett easy werden. Aber die Frage ist, wir brauchen unbedingt eine kleine Farm. Wir brauchen eine kleine Tierfarm. Ich würde hier hinten vielleicht so eine kleine Tierfarm bauen. Ich sag's euch, Real Rap. Da machen wir so Zäune hinter. Da vorne vielleicht auch hier diese Chicken. Weil Chicken brauchen wir auch für Pfeile, für unsere Armbrust. Boah. Ich überlege gerade mal, wie kann man denn Chicken anlocken, Leute? Kann man die hier mit Weizenkörner anlocken? Nee, ne? Nee, mit Weizen. Aber vielleicht mit Weizen in der Hand? Nee, auch nicht. Wie kann ich denn Chicken anlocken, Leute? Vielleicht muss ich die streicheln oder so? Streichel die mal. Ein Ei, ah. Okay, die droppen ja Eier. Ach so, ja, ich kann es essen. Okay, ja. Gut, das bringt aber nichts. Aber, ah, guck mal hier, Leute, die lassen auch Dünger fallen. Oh. Ich müsste echt so eine Chicken Farm machen. Ich frage mich halt nur, wie wir die reinkriegen in so eine... Wir müssen die halt irgendwie anlocken, Leute. Wie können wir Chicken anlocken? Warte mal, vielleicht mit Kürbis? Ich glaube, mit Kürbis kann man die anlocken. Weil den kann man in die Hand nehmen. Okay, ich probiere. Oder mit Himbeeren. Entweder Kürbis oder Himbeeren. Irgendwie was in dem Bereich. Also ich habe jetzt mal hier eine Himbeere. Mal gucken, ob die uns jetzt hinterherkommen. Hallo, kleines Chicken. So, ich streichle dich mal. Nee. Nee, also ich glaube, das juckt die gar nicht. Ob ich jetzt hier eine Himbeere in der Hand habe oder nicht. Aber vielleicht funktioniert das mit einem Kürbis. Ja, ich glaube, um die Farm kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt eigentlich hier oben auch weitermachen. Die Base, dass wir halt erstmal abgesaved sind und dass wir erstmal so unsere Grundbase haben. Und guck mal, was ich hier schon gebaut habe. Also das wird ultra sicher. Ich hatte jetzt noch überlegt, ob wir wirklich komplett übertreiben und zwei Türme hier reinbauen, Bro. Boah, schade. Nein. Warum kann ich... Warte mal. Warum? Warte mal. Warum kann ich hier den Turm da oben nicht hochbauen? Warte mal, ich kann... Ah, ich glaube, ich kann den Turm... Oh, dieser Aura ist genervt. Warte mal, vielleicht könnten wir... Dann müsste ich vielleicht noch einiges an Platten platzieren, aber vielleicht könnten wir das dahin bläsen. Warte mal, ich teste das mal kurz. Leute! Ich wollte hier eigentlich gerade bauen... Da kommt ein Loot Drop runter. Als ob, Bro. Hä? Es gibt hier... Nein. Junge, als ob es hier Loot Drops gibt. Das ist doch nicht real. Oh Gott. Oh Gottes Willen, Junge. Ey. Das Ding ist aber auch immer eklig, finde ich. So, zack. Weg damit. Auf Wiedersehen. Gib mir schön deinen Panzer her. Aber was ist das denn? Es gibt Loot Drops in Lego Fortnite? Das Krasse ist auch, was mir auch aufgefallen ist, Freunde, man levelt übel schnell. Guck mal, ich bin jetzt schon Level 131, nur weil ich die ganze Zeit Fortnite Lego spiele. So, einmal weg hier. Guck mal, hier nebenbei, kurz weggepfeffert den Kollegen. Und da, ey, ich bin so gespannt, was da drin ist. Das kann doch nicht wahr sein.
Loot Drop. Ey, bitte OP-Gegenstände. Irgendwas krasses OP-mäßiges muss sein. Hä, was ist das hier? Guck mal, das landet hier immer am gleichen Spot. Ich mach mal hier die Kiste ab. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sprengpulver, Wolle und nochmal Chilisamen. Ja, okay, Freunde. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist absolut over. Ich sag's euch, also ich will's leider nicht sagen, aber es ist over. Weil wir können jetzt TNT herstellen. Es gibt halt noch so viel zu tun. Ich würde halt gerne einmal hier Kürbis mitnehmen. Aber hier ist kein Kürbis mehr, Bro. Na, warte mal, hier ist noch so ein Schalending. Kurz ausweichen, easy. Weg mit dir. Bam. Nimm mal direkt nochmal hier die kostenlose Schale mit. Ja, ein bisschen Fleisch schadet auch nicht. So nebenbei immer hier diese Wölfe auseinandernehmen. Aber ich würde halt gerne einen Kürbis finden, aber hier sind nur Himbeeren. Okay, hier haben wir aber Kürbisse. Und jetzt werde ich mal probieren, ob wir damit irgendwie Tiere mitnehmen können. So, vielleicht hier so Schaf oder so. Irgendwas muss doch hier Kürbis zunutze sein. Okay, ich werde jetzt mal hier gucken, das Schaf. Nimmt das mit? Ich streichel das mal. Komm mal mit, Schaf, hier. Ey, das ist... Ist das hier? Nimm mal Kürbis. Leckere Kürbisse. Komm mit. Streichel's nochmal. Vielleicht müssen wir es öfters streicheln, Leute. Dass wir richtige Kumpels werden. Kommt der jetzt mit? Hm. Ist okay. Also mitkommen tut der irgendwie noch nicht. Haben die vielleicht noch ein bisschen Dünger liegen lassen? Haben die hingeschissen? Nee. Ja, wir müssen mal gucken, Leute. Ich muss mal gucken, wie man das mit der Farm macht. Das habe ich noch nicht ganz so gecheckt. Aber wir nehmen heute schon wieder so lange auf. Wir haben aber auch extrem viel geschafft. Guckt mal bitte, wie unsere Base aussieht von hier, wenn man hier kommt. Junge, die Leute haben ja absolut Angst, meiner Meinung nach, oder? Wenn die das sehen von Weitem, die werden doch niemals unsere Base angreifen. Aber ich will halt jetzt unbedingt noch den Turm bauen. Irgendwie müssen wir noch so einen Aussichtsturm bauen. Ey, das sieht so krass aus, ne? Wenn das fertig ist, das wird so crazy werden. Holy moly. Leute, das Einzige, was ich überlegt habe, wir könnten ja auch einen eigenen Turm bauen. Ich glaube, guck mal, wir können ja auch so einen Turm bauen. Guck mal, wie krass das ist. Yo. Boah, das ist auch heftig. Wir könnten echt so eigene Türme bauen, die vielleicht cool aussehen. Wir müssen nur mal gucken, dass wir das halt mit den Böden hinkriegen. Und dann würde das auch ganz geil kommen. Boah, Leute, ich habe eine geile Idee gefunden, wie wir es machen. Oh, oha. Boah, wer greift mich denn hier an? Boah, was will der von mir? Junge, was ist das für einer? Alter, der wirft mich einfach ab, Leute. Und zwar, guck mal hier. Wir bauen uns einfach unseren eigenen Turm. Ey, das wird schon ganz, ganz böse werden. So. Zack. So, ich habe das jetzt erstmal so gebaut. Ich bin mir noch nicht sicher, Freunde. Irgendwie gefällt mir der Tower noch nicht ganz. Also, da werde ich mir doch irgendwas einfallen lassen, dass der ein bisschen cooler wird. Weil, ja, irgendwie weiß ich noch nicht, Leute. Ist noch nicht so, bin noch nicht überzeugt davon. Aber ich denke mal, für die heutige Folge reicht das. Wir haben echt viel geschafft. Ich freue mich schon auf die nächsten Tage, Leute. Das wird geisteskrank, was wir noch alles machen werden. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.